Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageideen mit der Société Générale. Wir sprechen heute über Uranminenaktien. Die EU plant, Atomenergie als grün einzustufen. Investitionen in Atomkraftwerke sollen als nachhaltig gelten, wenn die Entsorgung radioaktiver Abfälle sichergestellt ist und die Kraftwerke vor 2045 genehmigt werden. Die Société Générale hat nun eine Möglichkeit für Börsianer geschaffen, von der möglichen Entwicklung zu profitieren und in Uranminenaktien zu investieren. Mehr davon erfahren wir jetzt von Arnus Wilhelms, meinem Gast. Herr Wilhelms, ich starte direkt mit der ersten Frage. Uran und Nachhaltigkeit, das klingt erstmal sehr konträr. Bei Atomkraftwerken denkt man wohl auch eher an Tschernobyl, Fukushima und daraus resultierende Umweltschäden und nicht wirklich an bunte Blumenwiesen. Warum steht die Einstufung als grüne Energiequelle trotzdem zur Debatte? Ja, also grundsätzlich geht es ja vor allen Dingen darum, die Franzosen sind ja hinterher, dass der Strom möglichst grün produziert wird, also ohne CO2-Ausstoß. Und abgesehen von der weiteren Themen ist das natürlich durchaus dann auch mit Atomkraft zu erreichen. Nichtsdestotrotz ist es aus Investorengesichtspunkten natürlich nochmal was ganz anderes. Und diese Industrie, die ist ja, lebt ja vor allen Dingen von der Finanzierung. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass Finanzierungen dort einfacher möglich sind. Warum halten Sie von der Société Générale, obwohl jetzt noch nicht klar ist, ob das Vorhaben wirklich umgesetzt wird, Uran- oder Uranminenaktien, trotzdem für eine gute Investmentmöglichkeit? Also grundsätzlich sind wir Anbieter für Zertifikate und Optionsscheine in Deutschland als Société Générale und wir bieten aktuell rund 250.000 verschiedene Produkte an. Da sehen Sie schon, dass wir sozusagen nicht den Fokus auf das eine oder andere Thema legen, sondern grundsätzlich dem Anleger alles zur Verfügung bieten, was der Aktienmarkt auch hergibt. Und es ist so, dass im Bereich Uran zum Beispiel Uranminenaktien schon sehr viel und sehr häufig von Anlegern gehandelt werden. Und der einzige Unterschied ist jetzt, dass diese Aktien, die ja bereits handelbar sind, eben in einem Index zusammengefasst wurden. Das ist auch nicht von uns, sondern von der Firma Solective. Die hat diesen Uranminenaktienindex herausgebracht. Und das tatsächlich Neue ist, dass die Société Générale auf eben diesen Index ein Zertifikat gebracht hat. Welche Unternehmen werden denn in dem Index abgebildet und nach welchen Kriterien werden die ausgewählt? Also grundsätzlich ist es wichtig, es ist ähnlich wie im Bereich Gold und Silber, dass hier Minenaktien ausgewählt werden. Das heißt also, es geht nicht direkt in den Rohstoff, sondern man hat eben Produzenten bzw. Förderer von Uran, die hier in diesem Aktienkorb mit enthalten sind. Es sind grundsätzlich 15 Unternehmen. Es wird natürlich da auch geschaut, sind sie an der Börse handelbar? Wie ist die Liquidität an der Börse? Und es gibt so verschiedene Kriterien, die herangezogen werden. Das Wichtige erstmal für den Anleger, es handelt sich um einen Index und nicht um einen sogenannten Basket. Beim Indexkonzept ist es so, das wird fortlaufend überprüft, meistens zweimal im Jahr. Und dann werden im Prinzip Unternehmen, die vielleicht nicht mehr diesen Kriterien erfüllen, rausgenommen und andere Unternehmen, die vielleicht die Kriterien besser erfüllen, dann hinzugefügt. Das heißt, der Index, der lebt. Ein Basket, das wäre ein festgezurrter Index, der ist für die gesamte Laufzeit fest und da gibt es dann keine Veränderung mehr. Für beide Konzepte gibt es Vor- und Nachteile. In diesem Fall handelt es sich um ein Indexkonzept. Das heißt, es kann in der Zukunft auch zu Veränderungen kommen. Herr Wilhelms, Sie haben eben schon Ihr Indexzertifikat angesprochen. Wie genau funktioniert das? Wie sind die Konditionen und welche Vorteile haben Anleger damit? Also grundsätzlich, wer in den Bereich investieren möchte, der kann über ein Partizipationszertifikat eben sofort den kompletten Index ins Depot holen. Das hat den Vorteil, dass man eine etwas breitere Streuung hat, in diesem Fall von 15 Unternehmen. Das hat aber natürlich trotzdem auch den Nachteil, dass diese Unternehmen eben eine gewisse Branche darstellen. Und wenn es dieser Branche schlecht geht, geht es natürlich meistens nicht nur einem Unternehmen, sondern allen Unternehmen schlecht. Also man hat hier schon eine gewisse Art von Klumpenrisiko, jetzt nicht in Form von einer Aktie, aber in Form von 15 Aktien, die alle mehr oder weniger in diesem Bereich tätig sind. Und vielleicht sollte man auch das Währungskurs Einfluss hier noch beschreiben, da die meisten Aktien oder fast alle nicht im Euroraum denominiert sind. Das heißt also, hier hat man entweder zum Beispiel kanadische Dollar oder australische Dollar, hohes Outstanding in diesem Index. Und wie funktioniert das Produkt genau? Worauf müssen Anleger achten, beispielsweise bei den Konditionen? Also grundsätzlich bezieht sich das Zertifikat auf den Index, den Selective Uranium Mining Index. Und dieses Zertifikat hat eine Gebühr von 1% pro Jahr. Die wird automatisch über den Preis des Zertifikats angepasst. Dazu kommen natürlich noch eventuelle Ordergebühren oder Depotgebühren bei der jeweils depotführenden Bank.
Das muss der Anleger natürlich nochmal vorher prüfen. Aber grundsätzlich kann man das Zertifikat kaufen und es bezieht sich dann 1:1 auf diesen Index. Wie gesagt, das Währungsthema muss man auf jeden Fall berücksichtigen, weil eben alle Aktien nicht in Euro nominieren. Das heißt also, die Währungskursumrechnung kann sowohl zu Kurszuwächsen als auch Kursverlusten führen. Und insgesamt bei Zertifikaten handelt es sich ja immer um Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, hier sollten Anleger auf jeden Fall auch das Bonitätsrisiko der jeweiligen Bank berücksichtigen. Herr Wilhelms, vielen Dank. Abschließend noch die Frage, haben Sie irgendwo noch weitere Informationen, wenn Zuschauer sich jetzt weiter einlesen wollen in das Thema? Ja, also ich habe es ja angesprochen, wir haben ja 250.000 Zertifikate. Insofern ist das ja nur ein kleiner Baustein an verschiedenen Themenzertifikaten, die wir zum Beispiel zur Verfügung haben. Informationen dazu findet man, nicht zu diesem, sondern auch alle weiteren Zertifikate auf sg-zertifikate.de. Wer sich für die Themenzertifikate interessiert, also wir haben auch erst jüngst eins zum Beispiel auf den Metaverse-Index gebracht, dann kann man sg-zertifikate.de/Themen eingeben und da bekommt man eine Übersicht an Themenzertifikaten, in die man auch aktuell investieren kann, wenn es denn zur jeweiligen Anlegermeinung und zum jeweiligen Anlegertyp passt. Besten Dank, Herr Wilhelms. Gerne. Liebe Zuschauer, Ihnen auch vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.